Und ich hatte schon so viel Spaß, vor allem gestern, als wir alle bei der Mammographie waren. Wenn ich Krebs habe, fliegen wir alle nach Brasilien. Stewie, es ist Zeit für dein Bad. Oh, was ist denn hier los? Oh, hey Lois, das sind meine neuen Freundinnen, Jamie, Karen und Becca. Karen ist die mit dem Mami-Block, also wenn du glaubst, du kennst sie irgendwoher, ist es das. Oh, freut mich, sie kennenzulernen. Wollen Sie vielleicht zum Essen mitgehen? Oh nein, ich möchte nicht stören. Außerdem muss ich diesen kleinen Mann in die Wanne stecken. Toll, jetzt stellen sich alle meinen Pimmel vor. Oh mein Gott, ich habe echt schon befürchtet, sie würde mitkommen. Was? Ganz ehrlich, Peter, wie erträgst du die bloß? Echt übel, diese Stimme. Und was ist das für eine Haarfarbe? Verschimmelte Orange? Der war gut. Ja, wenn ihr das witzig findet, sie hatte mal eine Fehlgeburt vor einem Supermarkt. Irgendwo habe ich die Überwachungsvideos noch. Ich bin dein Gewissen, Jiminy Grille. Ah, dir! Andrea, du hast schon wieder für Jiminy gedeckt. Oh, ja, das habe ich. Wieso? Wieso musste er Fremden immer erzählen, was sie tun sollen? Er war erfolgreicher Kinderonkologe, hat das nicht gereicht? Er hat mich auf eure Hochzeit angegraben. Das klingt spitzenmäßig. So witzig war es das letzte Mal auf unserer Straße, als der riesen Müllcontainer vor dem Haus stand. Kann jemand den Müll rausbringen? Ja, ich! Ja! Ja! Bing, kann ihn jemand aufhalten? Letztes Mal war es das ganze Schlafzimmer. Ich lieg hier noch drin! Liam Neeson, was für ein Loser. Oh, komm schon, Peter, nicht schon wieder. Der tut bloß so, als ob er tough ist. Ich könnte ihn fertig machen. Hör auf, das Gespräch haben wir schon eine Million Mal geführt. Ja, jedes Mal, wenn du ein paar Bier drin hast, erzählst du, wie lässig du Liam Neeson verkloppen würdest. Das ist nicht wahr. Klar ist das wahr. Was war damals, als wir Bier in die Oper geschmuggelt haben? Amore mio, tu sei che ti amo. Ich könnte Liam Neeson lässig verklappen. Wow, das Quagfest ist viel größer, als ich dachte. Hier kannst du virtuell nachempfinden, wie es ist, Sex mit Quagmire zu haben. Hi! Wiedersehen! Also Kinder, passt gut auf. Jetzt kommen alle Frauen von Quagmire und zwar geordnet nach Ländern. Da ist Brasilien. Da ist Italien. Und da ist Thailand. Wow! Wow, die sind jung, wir sollten gehen. Danke Ihnen allen, dass Sie zum Quagfest gekommen sind. Die Feier meiner tausendsten Nummer wäre unvollkommen, wenn wir nicht die Nummer 1 kennenlernen würden. Hier ist sie aus der schönen Grundschule von Weathersfield, Miss Eleanor. Kriege ich danach wieder ein Stück Schokolade? Ja. Ist eine nette. Gut, Nummer 1 kennen wir. Kommen wir nun zu Nummer 1000. Meine Damen und Herren, meine 1000. sexuelle Eroberung ist dieser Großmaulbarsch. Ja, so sieht's aus. Ich bin krank. Ich dachte, wir sehen normalen Geschlechtsverkehr auf einer Straße im Wohngebiet. Kinder, wir gehen auf der Stelle. Mal ehrlich, du Großkotz. Würdest du Liam Neeson gegenüberstehen, würdest du in die Hose kacken? Bestimmt nicht. Na gut, dann beweise es. Oder du hältst die Klappe. Hol ihn dir. Was? Was meinst du damit? Naja, wir wissen, wo Liam Neeson ist. Das stimmt. Er dreht einen Film in Connecticut. Wir könnten in 3 Stunden dort sein. Na gut, klasse. Liam Neeson hat noch 3 kurze Stunden zu leben. Fahren wir los. Großartig! Ja! Ich war noch nie in Connecticut. Wartet, Freunde. Ich bin schon einmal in Connecticut gewesen. Ich habe Loretta bei einem McDonald's getroffen, um meinen Sohn Cleveland Junior abzuholen. Ich habe in meinem Auto geheult, vor meinem Jungen. Es war traurig, deswegen habe ich's verschwiegen.
Tut mir leid, können wir noch mal kurz jubeln? Ich will den schlechten Geschmack loswerden. Großartig! Ja! Yeah! Ich war in Connecticut! Deswegen muss ich schaffen, ihn zu mir rauszulocken. Vergesst nicht, Liam Neeson ist ihre. Deswegen verkleide ich mich als die einzige Frau, der ihren nicht widerstehen können. Mrs. Potato Head. Oh, Mrs. Potato Head ist hier. Sind hier irische Schauspieler, die vielleicht Interesse an mir haben? Selbstverständlich, Schätzchen. Colin Farrell, was machst du hier? Kusch, kusch, geh weg. Hoho, du bist eine störrische Kartoffel. Hinten ist jetzt nur noch Kartoffelpüree. Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Meine letzte Beichte ist einen Tag her. Sprich weiter, mein Sohn. Ich habe 200 Wölfe getötet. Nach dem Film bin ich auf den Geschmack gekommen. Hast du sie schnell getötet? Nein, Wölfe müssen gequält werden. Am besten tötet man ihren Anführer, trägt sein Fell, küsst ein paar Wölfe und tötet sie dann. Ich klaue auch kleine Dinge aus dem Supermarkt. Kaugummi, saure Drops und so weiter. Manchmal ein Feuerzeug. Ich rauche nicht mal. Manchmal rolle ich so Tattoo-Zeitschriften zusammen und stopfe sie mir in den Ärmel. Wenn ich erwischt werde, sage ich dem Mann, ich hätte es vergessen. Und dann bringe ich natürlich wieder Wölfe um. Alles klar. Das macht dann 3 Ave Marias. Hart, aber gerecht. Danke, Vater. Na hey, nicht zu eilig. Entschuldigen Sie, Sir, die Produktion hat uns angerufen. Sind Sie der Typ, der zu Liam Neeson will? Bin ich. Dürfen wir Sie fragen, wieso? Ich hatte gehofft, ihm Gewalt zufügen zu können. So, dann kommen Sie mal mit. Keine Sorge, Peter. Wir werden deine Kaution bald zusammen haben. Aufwachen, Griffin. Ihre Kaution wurde bezahlt. Wie viel Uhr ist es? Ich war es. Oh, Entschuldigung, ich dachte, Sie fragen was anderes. Liam Neeson? Sie haben meine Kaution gestellt? Ganz recht. Angeblich erzählen Sie in der ganzen Stadt, dass Sie mich vermöbeln könnten. Na, das können wir doch gleich überprüfen. Also los, zeig, was du drauf hast. Oh nein, nein, Mr. Neeson, Sie haben sich verhört. Es gibt niemanden, der Sie mehr respektiert als ich. Darf ich mich bei Ihnen auf ehrliche und aufrechte Weise entschuldigen? Au! Ah, verdammt, meine Hände, sie brennen von den Vibrationen. Ich bin dran. Wird Liam Neeson Peter niederschlagen? Wird Stewie aufhören, eifersüchtig wegen seiner Mutter zu sein? Bleiben Sie dran für die spannende Auflösung dieser Geschichte und die eher normale Auflösung der anderen Geschichte.